questions, questions. And now they're just, no, no. Questions, questions. And now they just, no, no. Will I consider it pretty cool? Or will I act just like a fool? Will I drown in my own tears? Or will I drink a few more beers? Ja, hallo, Martin C. Herbeich mein Name. Ihr kennt mich zum größten Teil. Ich wollte euch die freudige Nachricht mitteilen, dass jetzt in Kürze endlich meine DVD erscheint. Sie ist zum Großteil 2013 bei einem einzigen Live-Auftritt aufgenommen worden. Es gibt aber auch jede Menge Bonustracks aus dem 20. Jahrhundert, die wir hinten dran gehängt haben, und noch ein, zwei Trailer. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil ich sowohl meine verrückte akustische Gitarre da benutze, mit der ich da gelegentlich ja auch so komische Percussion-Sessions mache und sonst was. Und natürlich auch meine spezielle Synthesizer-Gitarre mit den diversen Sounds kommt ausreichend zum Tragen in den Film. Neue sphärische Stücke, unter anderem eine sechsminütige Fassung von Aurora Borealis, eine Beschreibung des Polarlichts. Einige von euch haben auch schon den Vorgeschmack von der CD Echospheres. Echosphären, die jetzt ja auch schon seit August erhältlich ist und wo die elektrischen Tracks alle schon in guter Qualität auch schon mal zu hören sind. Soll ich noch was erzählen? Ja, unter anderem wird natürlich der Song Taking It Easy mit dem kleinen Bass und dem kleinen Trommelsolo zu hören sein. Den spiele ich ja schon seit den 70ern und den spiele ich auch immer noch, fast immer in jedem meiner Programme. Und Water, Road Movie, Ireland Revisited, Feeling Like a Feather, I Got Reggae on My Mind. Nicht zu vergessen eine 13-minütige Fassung von Paint It Black, die mir wirklich gut gelungen ist. Mehr Titel sind da gar nicht drauf, wenn du es genau nimmst.